Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir haben noch einen letzten Punkt zu klären, und zwar die Interpretation der Beschäftigungsabweichung, wenn wir eine Überbeschäftigung haben. Das heißt, wir haben hier unseren Planwert. Hier steht x oder t. Wir sind hier immer von x ausgegangen, also von der Stückzahl. Hier steht also x Plan. Hier haben wir die Kurve der verrechneten Plankosten und hier die Sollkostenkurve. Diesem Planwert zugeordnet haben wir ein Plankostenwert, daraus ergibt sich die Kurve der verrechneten Plankosten und es ergibt sich die Sollkostenkurve. Beide Kurven treffen sich in dem Punkt. Und Unterbeschäftigung haben wir durchgehechelt. Jetzt sind wir im Bereich der Überbeschäftigung. Das heißt, wir erreichen einen Ist-Wert, der liegt über dem Planwert, der liegt rechts vom Planwert. Also, das sind unsere Ist-Stückkosten, die sind mehr, als wir geplant haben. Also, mehr Leute haben gekauft, mehr musste produziert werden als geplant. Wir haben, nehmen wir an, einen Ist-Kostenwert, der liegt da oben. Das heißt, unsere Verbrauchsabweichung ist der Abstand zwischen diesem Ist-Kostenwert und der Sollkostenkurve, die hier liegt. Das ist unsere Verbrauchsabweichung. Die Beschäftigungsabweichung ist der Abstand zwischen diesen beiden Kurven, also der Abstand zwischen der Kurve der verrechneten Plankosten, k verrechnet, die hier über der Sollkostenkurve liegt, und k soll. Das ist hier unsere Beschäftigungsabweichung. Die Gesamtabweichung ist entsprechend die Differenz dieser beiden Strecken. Also jetzt ist die Frage: Was sagt die Beschäftigungsabweichung? Nun, bei Unterbeschäftigung ist es der Teil der Fixkosten, der nicht ausgelastet ist. Hier ist es sozusagen eine Überbeanspruchung der Fixkosten. Das ist vielleicht die kürzeste Formel, die man hier finden kann. Die Beschäftigungsabweichung bei Überbeschäftigung ist eine Überbeanspruchung der Fixkosten. Die Maschine ist ausgelegt für, sagen wir, 9000 Stück. Und wir produzieren aber 9400 Stück, die Maschine läuft also richtig heiß, dann ist das die Überauslastung, die Überbeanspruchung der Fixkosten. Beschäftigungsabweichung, wenn wir bei einem Wert sind über dem Plankostenwert, ist die was hatte ich gerade gesagt, die Überbeanspruchung der Fixkosten. Und wir haben auch gesehen, bei Unterbeschäftigung entspricht die Beschäftigungsabweichung den Lehrkosten. Also wenn wir wieder in dem Bereich sind, dann ist die Beschäftigungsabweichung gleichzusetzen mit den Lehrkosten. Hier haben wir dann keine Lehrkosten, sondern sozusagen Überbeanspruchung der Fixkosten. Okay. Das Video mit den Insider-Hinweisen zur Prüfung Wirtschaftsfachwirt ist noch online. Wenn Sie es haben wollen, dann klicken Sie auf den Link unter dem Video, tragen Sie sich in die Liste ein. Wenige Sekunden später haben Sie diese wertvolle Insider-Information, die nur eine begrenzte Zeit online sein wird. Tragen Sie sich also jetzt in die Liste ein, indem Sie unter dem Video auf den Link klicken. Viel Erfolg für Sie, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.